Schön, dass ihr wieder dabei seid zu Gears of War 3. Ja, wir sind immer noch dabei, die Hubschrauber flugfähig zu machen und werden dann natürlich noch ein paar dieser Locust, glaube ich, heißen die, oder leuchtenden, ich weiß es nicht ganz genau, noch fertig machen. Eine Menge Action, wie ihr seht. Und Munition, das ist immer noch das Schönste dran. Ah. Jedenfalls muss ich nochmal... Wir sind deine neue Crew. Auch nicht schlecht. Natürlich! Ah, herrlich! Was zum Teufel ist das? Das ist kein Staub! Passt auf, es kommt zurück! Ah, super, ey! Na los, Leute, halt sie ordentlich ein! Ja, gut, das heißt, wir müssen dieses Tentakelvieh wahrscheinlich platt machen. Oh, verdammt! Scheiße, wie groß ist das Teil? Ah, das ist geil. Man kann auch Waffen tauschen mit Verbündeten. Das will ich aber jetzt nicht. Ich will erstmal dieses hässliche Tentakelvieh platt machen, das auch die Polypen mitschleppt. Ja, komm. Du Riesenvieh. Ich hoffe, es klappt, was ich da mache. Scheinbar schon. Na los, lasst uns hochfahren und das Vieh versenken, bevor noch jemand stirbt. Such die Liftsteuerung. Natürlich, ich glaube, die Liftsteuerung habe ich hier gerade bei mir. Erstmal die Leuchtenden hier platt machen, ihr miesen, hässlichen Viecher. So, in Deckung gehen. Ich liebe das Deckungssystem, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Und die Locust. Oh man, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Vor allem die Grafik gefällt mir schon. Aber vom Schönheitstipp. Oh, machen wir alles später. So. Komm schon! Ja, da ist wohl niemand hochgegangen. So, ich glaube. Zack. Was ich da jetzt gemacht habe, weiß ich selber nicht. Aua, oh, oh, verdammt. Könnt ihr euch mal bitte um den kümmern? Ah, geil, Omar. Ich habe so eine kleine Befürchtung. Nee? Okay. Dann hol ich die Dinger wieder raus. So. Zum Deckung hätte ich das nutzen können. Saubere Arbeit. So, jetzt müssen wir aber schnell hier raus. Die Party geht noch weiter. Was ist denn hier denn los? Da oben sind die. Nächster Freund. Und schnell da hoch. Haben wir hier noch irgendwas Wichtiges? Oh ja, ein paar Granaten. Gerne. Achso, die. Voll. Sind bis jetzt aber die coolsten Granaten, die ich getroffen habe. Haha. Oh, da haben wir auch was. Eine Waffe von denen. Ne, die Pistole will ich nicht haben. Ich denke mal, erstmal, wir nutzen erstmal die Waffen, die wir haben. Oh, und dann mal schauen. Also ein einfaches Rennen gibt es, glaube ich, nicht. Wir rennen direkt immer als Deckung. Aber es geht. Steuern kann man das wenigstens. Alle Mann einsteigen! Ich befürchte das Allerschlimmste. Evakuierung vorbereiten. Das gesamte nicht benötigte Personal. Sofort zu den Rettungsbooten. Wiederhole, Evakuierung vorbereiten. Das hört sich nicht gut an. Das Schöne ist, Halo-Kenner werden diese fröhliche Stimme erkennen. Das ist nämlich die gute Cortana aus Halo. Nur so am Rande. Wie gesagt, ich werde ein bisschen dazwischen funken, weil sonst komme ich ja nie zum Quatschen. Ah, da ist alles ruhig. Wo bist du? Da. Kann ja jumpen. Das ist schön. Wo lang jetzt eigentlich? Na komm, Leute. Wir dürfen uns nicht gegenseitig im Weg stehen. Na toll. Wir wurden abgeschnitten. Öffne das Wasserventil. Mach ich schon. Hab's gefunden. Und ich glaube, jetzt ganz schnell drücken, ne? Oder? Auf jeden Fall mehrmals. Wir müssen noch zwei weitere öffnen. Noch zwei weitere. Vorsicht, es sind noch mehr Leuchtende an Deck. Ja, gleich werden sie nicht mehr leuchten. Au. Ach, die schießen auch noch auf mich hier. Er war ja bestimmt nicht böse gemeint.
Ach, in dem Rauch kann ich doch gar nichts sehen. Granate! Oh. Warum habe ich dieses Zeichen von mir? Wahrscheinlich, weil ich zu oft getroffen wurde. Gerade an mir vorbeigeflogen. Nee. Hat schon jemand an mir vorbeigelaufen. Oh, das war's. Kleine Kettenreaktion ist immer gut. So, zack. Lieber mal gucken. Ah, so geht das. Findet das Ventil! Lancer. Kann man die Munition dann nehmen? Yo! Ist das die Munition? Schön. Dann behalten wir unsere Waffen. Oder es ist dieselbe. Keine Ahnung. Ach Quatsch, jetzt habe ich mich wieder vertümmelt. So, jetzt nochmal von neuem. Ich meine mal ganz ehrlich, halt auf dem Schiffsdeck ist, sind Bäume. Dann brennt ja wie Zunder. Hey, verschwindet hier! Diese Tanks explodieren gleich! Oh, verdammt! Eieieiei. Aber hier irgendein Secret? Wir werden das ganze Schiff verlieren, wenn wir dieses Feuer nicht eindämmen. Hol den Feuerlöscher! Ach, der Feuerlöscher. Da. So, Feuerwehrmann Mackes am Start. Na komm! Geht doch! Oh, wir müssen das hier auch noch eindämmen. So, das haben wir geschafft. Brauchen wir noch den Feuerlöscher? Ich vermute mal nicht. Hallöchen! Das Ding befolgt keine Tipps. In Ordnung? Wir müssen in der Technik sein. Oh Wunder, wir leben noch. Okay. Cool. Was für ein hässliches Miststück! Cole, kannst du den Mist sehen? Baby, wir haben den besten Ausblick. Wir sind auf der Brücke, direkt über dem Schiff. Kannst du das Ding von dort aus wegpusten? Wissenschaftlich ausgedrückt? Sein Hirn muss zum Arsch raus! Frag doch mal Bert nach einer Idee. Los, ach, wir geil. Müssen einen Weg zurück zum Flugdeck finden. Ah, das ist der... Ich alle liebe diesen Humor. Ablegen. Wiederhole, sofort ablegen. Hier lang. Denke, hier kommen wir durch. Alles klar. Oh, wie cool, ey. Schöner Humor. Richtig geil. Hallo? Oh, verdammt. Vorsicht, er durchschlägt das Deck. Ah, scheiße. Überhaupt nicht unser Tag. Naja. Du Mistvieh. Schon wieder leuchtende. Machen wir das anders. Hab ich auch vor. Aber meins geht, glaube ich, ein bisschen daneben. Haftet sogar. Und jetzt nochmal. So. Verdammt, mehr Polypen! Hässliche Viecher. So. Schnell eben noch Munition aufgabeln. Rückhalt habe ich vergessen. Scheiße, ey. Also ich meine, an Action fehlt hier gar nicht. Was hat er vor? Oh, verdammt. Mistvieh.
egal, wie ich da drauf schieße. Falls auch nicht. Kann ich politlos werden? Wir können nicht mal weiter. Um zu verstecken. Die habe ich schon von weitem gesehen. Scheiße. Ah. So, im Nahkampf kann ich auch was reißen. Ah, Brücke. Okay, lass Dankeschön. Uns nach oben gehen, bevor dieses Ding zurückkommt. Markus, während du dir eine Pause gegönnt hast, hatte das blonde Genie eine Idee. Kannst du das Vieh zum Bug runterlocken? Dann machen wir ihm Kopfschmerzen. Tiere lieben mich einfach. Einen Moment, Cole. Naja, ich habe auch ein Händchen für Tiere. Oder mit Tiere? Naja, auf jeden Fall mögen die mich. Na toll. Sag jetzt nicht, muss er echt da durch. Nee, dachte ich mir schon. Wir brauchen eine größere Peitsche. Nehmen wir die zwei Silverbanks von der Wartungsrampe. Oh. Gott, die Hüte. Jetzt muss ich aber ganz schön die Beine in Hand nehmen. Okay, die zwei Silverbacks sind hier drin. Öffnen wir mal die Tür. Ich weiß nicht, was das ist, aber es hört sich gut an. Das gefällt mir jetzt schon. Oh, Papa. Spielzeug. Höchste Zeit zum Demolieren. Aha. Aha. Ah, alles gut. Gehen wir die Tür so auf oder machen wir es halt so? Hehehe, Papas neue Spielzeug oh gefällt. Da kommt er! Haltet ihn vom Schiff fern! Los, pumpen wir ihn voll Blei! So! Das gefällt dir nicht, wo mein Freund? Oh, verdammt, ich wollte eigentlich Raketen abschießen, aber irgendwie gibt's, glaube ich, sowas nicht. Einer, bitte nicht bewegen! Er dreht sich dann. Schießt ins Gesicht! Oh, verdammt! Ah, hässlich. Hässlich! Ich muss die Polypen loswerden. Ja, guck mal. Ich werde hier richtig sauer. Was? Ring? Oh, verdammt! Ach, er schickt Freunde. Wo ist der hin? Oh, verdammt. Der verschnauft bestimmt nur mal kurz. Von Nahkampf. Hätten eigentlich noch mehr Waffen gebrauchen können von diesen Viechern. Hinter mir war wohl einer. Friendly Fire ist ja nicht umsonst. Hier soll es sein. Komm schon, nach vorn damit! Oh, verdammt! Ah, der trifft immer noch aufs Auge. Das Ding ist müde, als es aussieht. Wir müssen ihn direkt unter die Brücke locken. Schießt weiter. Vielleicht ist es soweit. Ich bin heiß gelaufen. Oh, richtig matschig wird das. Oh, tut mir leid, hat das nie? Das reicht mir aber. Die schießen ja von überall. Und du kriegst auch noch was. Und du kriegst eine Packung. Sag mal, ich dachte, du kriegst eine. Oh. Entschuldigung. Ich hab doch keinen Führerschein dafür. Die Bedienungsanleitung finde ich hier auch nicht. Ja, jetzt direkt unter der Brücke. Jetzt oder nie, Marcus. Und wir haben hier alle Tischlampen, die Wahl erfüllt. Seid ihr bereit?
Jo, gib uns eine Minute. Ah, sag Brad, er soll es nur hochjagen und keine verdammten Systemen komponieren. Scheiße. Wir haben hier unsere eigenen Probleme. So. Dann wird mal langsam Zeit, dass wir das Ding hier wegpusten. Frisst unser Schiff ganz schön auf. Das machen wir hin, sonst holst du uns hier im Blacksand raus. Hey, geht besser in Deckung, sonst schwimmen eure Ärsche gleich in Leuchtsoße. Was? Jo, Bomben los! Unter in Deckung, Deckung! Was zum Teufel denkt er sich? Lauf! Hey, ich dachte euch würde ein Kampf von Maden gegen Leuchtviecher amüsieren. Ja, verdammt lustig! Du Genie jagst das ganze Schiff in die Luft! Weg da! Springt! Hey, Carmine, alles klar? Du bist verdammt ruhig. Das kann nur einer reden. Und Bert plappert doch ohne Pause. Ich kann ihn knebeln, wenn du willst. Würde ich gern tun. Warum dachten wir gleich nochmal, dass man in Hanover nach Vorräten suchen sollte? Baby, vertrau dem Coltrane, um die Schätze zu finden. Das ist mein Gebiet. Kugas Territorium. Ja, ja. Als ob das gerade viel ausmacht. Okay, 7-0. Wir melden uns, wenn wir was finden. Roger, gute Jagd. Das ist also dein Zuhause, Cole? Nobel. Hat sich in der Zwischenzeit viel verändert? Hey, die ganze verdammte Welt sieht so aus. Bewegung! Hey, hey, guck mal da drüben. Ich schätze, das war mal ein gestrandeter Vorposten. Oh, irgendwie glaube ich nicht an einen natürlichen Tod. Wirklich, Doktor? Yep, nenn es weibliche Intuition. Ich sagte doch, Zeitverschwendung. Es muss hier noch weitere Außenposten geben. Suchen wir weiter. Ja, wir sind jetzt hier in der Haut von dem guten Cole, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Anscheinend ein neues Team. Ich denke mal, dass Gears of War 3 so aufgebaut ist, dass man wohl verschiedene Teams spielt und irgendwie jeder seine Geschichte erlebt. Also wir erleben die Geschichte des Teams und irgendwann zweigen die zusammen. Gehe ich mal stark davon aus. Aber die Geschichte mit Cole und seinem Team sehen wir alles in der nächsten Folge. Hab Dank fürs Zuschauen. Mal schauen, was wir da für eine Action erleben. Also, dranbleiben.